Und jetzt mit Jagdhütte 2, das ist der letzte Ausbau dafür, wäre sogar ein guter Zeitpunkt dafür. Dann werde ich die nämlich woanders hinstellen. Ich weiß noch nicht genau wo. Ich muss mal gerade auf der Karte gucken. Wenn wir jetzt hier eine Jagdhütte hinstellen würden, hier irgendwo, dann würde das Jagdgebiet natürlich verschwinden. Es wäre aber logischer, als wenn sie hier im Einzugsgebiet des Dorfes ist. Deswegen würde hier schon eigentlich ganz gut Sinn machen. So, hier die Ecke. Wegen den Bären, hier ist ein Wildschwein. Das wäre schönes Einzugsgebiet davon. Kann ich sehen, was die Jagdhütte... Nee, kann ich ja nicht. Ich kann nicht einsehen, was die an Material braucht. Sie braucht aber auf jeden Fall Holzstämme als Wände. Und ich glaube, Bretter als Dach. Aber ich glaube, es wäre halt ein schöner Ort dort. Außerhalb wäre das dann. Oder? Oder. Hier würde halt auch Sinn machen, ne? Aber hier ist schon, hier sind schon die Holzfäller. Oder hier. Habe ich da irgendwas? Ups. Nein, aber es wäre im Einzugsgebiet von Wölfen. Es wäre auch im Einzugsgebiet von den Hirschen. Und ich wollte hier oben auf dem Wasserfall ja sowieso was hinbauen. So. Guck mal, wie es aussieht, wenn dort dann Jagdhütte stehen würde. Mal sehen. Also es wäre auf jeden Fall ein schöner Spot. Könnte ich mir sehr schön vorstellen, glaube ich. Mal gucken, mal schauen. Na, oh. Hopp, hopp, hopp. So, hier oben sind Hirsche. Die würden dann weg sein. Vielleicht kriege ich sie ja aber auch so hingestellt, dass die trotzdem hier bleiben, die Hirsche. Das wäre sogar noch optimaler. So, hier. Hier hatte ich es mir ungefähr vorgestellt. Ist hier eine kleine Brücke? Nein. Nein, ist nicht. Ich kann mir aber auch noch keine Brücke kaufen. Oder auch so ein kleiner Steg. Ein Holzsteg. Was würde der kosten? Kannst du noch nicht mal sehen. Ich habe noch nicht mal genügend Technologie. Ach Mann. Nur so ein kleiner Holzsteg, der würde reichen, um hier drüber gehen zu lassen. Aber das können die, glaube ich, auch. Können die. So, ich bin jetzt hier. Okay. Mal sehen, rein theoretisch. Jagdhütte 2. Hopp. Vielleicht kann ich das hier stehen lassen. Wäre ein Träumchen. Inmitten der Hirsche. Hier sind Wölfe in der Nähe. Aber ich weiß nicht, wenn das, wie das aussieht, wenn das halt fertig ist, das Haus. Ne? Also die Hütte, die Jagdhütte. Ich weiß jetzt nicht, ob die dann verschwinden. Das wird man dann ja sehen. Wäre natürlich schade drum. Aber hier macht sie halt sehr gut Sinn. So, ich meine, so von hier aus. Es ist auch nicht unglaublich weit. Man, sie würden dann hier über den Weg gehen. Gut, dann machen sie hier einen unglaublichen Umweg, aber sie arbeiten trotzdem für die Zeit. Oder sie gehen hier rum. Wäre eigentlich gehupft wie gesprungen. Glaube ich. Das wäre, glaube ich, egal.
Und es ist wieder Kampfmusik. Sehe nur wieder den Wolf nicht. Doch noch ein Holz. Noch einen. Oder ist es doch keine. Nee, ist doch keine Kampfmusik. Ich dachte erst. So, und ich lasse hier auch die Bäume stehen, also die Baumstümpfe stehen. Wenn die nach 2 Jahren dann wieder nachgewachsen sind, sieht das, glaube ich, auch ganz hübsch aus hier. Ja. Und da geht's schon los. Die Wände sind aus Holzstämmen und die Dächer sind aus Brettern. Okay. Das sind 12, 24 Bretter. Eieieiei. Aber es sieht halt aus wie eine schöne rustikale Hütte. Muss man sich ja aber auch mal vor Augen führen, ne? Sieht dann auch richtig schön aus. Hopp, so. Machen wir hier gleich eine Fackel an. Und dann fangen wir mit den Wänden an. Ach du meine Güte. Aber hier, seht ihr? Es hat echt was. Das sieht denn richtig wie so eine alte Holzhütte aus. Doch, ich glaube, mit dem Ort bin ich hier doch ganz zufrieden. Jetzt gehe ich erstmal wieder zurück in mein Haus und werde schlafen gehen. Nächster Tag ist schon wieder Herbstanfang. Und was auch einen Vorteil hat, halt durch die Jagdhütte 2, die Produktivität wird nochmal ansteigen. Außerdem kann man dann auch schon 4 Jäger darin beschäftigen. Sprich, man hat die vielfache Menge, wenn alle Jäger auf Level 10 sind, heißt es, dass sie eine 40 Produktion haben und unglaublich viel Fleisch produzieren können. Auch unglaublich viel Pelz und Leder. Und Federn, wenn man möchte. Aber Federn sind jetzt nicht unglaublich so wichtig, vor allem wenn man Bäume fällt, bekommt man ja sowieso immer schon genügend an Federn immer mit. So, dann gehen wir einmal schlafen. Bis zur nächsten Jahreszeit. Ach, und der Herbst begrüßt uns mit einem goldenen Morgen. Ach, schön. Ah, und einer unserer Dorfbewohner hat sogar eine Aufgabe für uns. How is life Blissbor. treating you? Was? Wo kann ich dir bei dir helfen? Du hast nicht zufällig eine Flasche Kirschwein übrig? Ich bin auf der verzweifelten Suche nach Kirschwein. Muss es Kirschwein sein? Wenn du über dein Alkoholproblem sprechen möchtest. Das Problem ist, dass ich den Wein ausgetrunken habe. Und jetzt kann dieser Idiot ihn nicht versuchen und zugeben, dass ich recht habe. Recht mit was? Damit das Kirschwein viel besser ist als Pflaumenwein. Oh, ich verstehe. Und wie soll ich das beweisen, wenn kein Kirschwein mehr übrig ist? Na gut, ich helfe dir. Darüber hättest du nachdenken sollen, bevor du ihn ausgetrunken hast. Ach so, wir sollen ihm also helfen. Wir sollen ihm quasi eine Flasche Kirschwein bringen? Alter, der klettert hier einfach rauf wie so eine Bergziege. Ja, komm her, ich helfe dir. Ich mein Kirschwein. Wir sollen also eine Flasche Kirschwein an ihm abliefern. Naja, da wir sowieso in nach Richtung Piastowia wollten, können wir uns auch dort dann bei Balem dann auch eine Flasche kaufen. Das ist doch auch nicht so tragisch. Außerdem können wir uns ja dann auch noch gleich nach einem weiteren neuen Dorfbewohner Ausschau halten. Gucke ich gerade mal. Ja, ach so, ja, das passt schon.
Dann werden wir mal nach Piastovia gehen. Oh, Moment. Bevor ich es gleich wieder vergesse und ich nachher schon wieder dastehe, wie blöd, werde ich mir nochmal zwei Holzhämmer mitnehmen. Denn ich werde heute auf jeden Fall noch die Jagdhütte 2 fertig machen. Und dann auch die beiden Leute dann da reinschicken, die da auch dann schon arbeiten. Also als Jäger sowieso schon. Und mal sehen vielleicht. Na, heute wäre, glaube ich, werden wir noch keine finden. Aber ich muss mich erstmal darauf konzentrieren, dass wir einen Koch oder eine Köchin bekommen. Für unser Dorf. Die uns dann mit ganz viel schmackhaften Sachen dann versorgen kann. So, das ist noch heute mein Ziel, dass wir wenigstens schon mal auch einen Koch haben und die Jagdhütte fertig wird. Aber das kriegen wir hin. Glaube ich. So lange mache ich heute auch nicht mehr. Dann bin ich jetzt schon bei knapp 3 Stunden jetzt mit der Aufnahme. Aber das machen wir heute noch. Also erstmal jemanden suchen für die Küche und noch die Holzhütte fertig machen. Das klingt auf jeden Fall erstmal machbar. Erstmal wieder rein nach Piastovia. Mal gucken, vielleicht finden wir auch noch eine weitere Quest, so eine kurze Quest halt, ne? Mal gucken. Abliefern an der Wahn. Ein kleiner Weidenkorb. Federn. Okay, Federn, das ist auch ganz in Ordnung. An der Wahn und auch an der Wahn 8 Holzstämme. Holzstämme brauche ich aktuell noch selbst. Balim, Balim. Balim, da bist du ja. Hallo, Balim. Kirschwein. Ich habe nicht genug Münzen. Achso, ich sollte vielleicht erstmal ein paar Sachen verkaufen, die ich verkaufen wollte. Nein, die behalte ich ja noch. Stimmt. Die wollte ich wegbringen. Die Hacken. Oh, na, Hacken. Ja, das sollte jetzt reichen. Die Steinpfeile, die Steinsichel, die Spitzhacke, die Äxte, nein. Ah, der Löwenzahn auch. Und eine Flasche Kir. Oh Gott, ist die teuer! Oh mein Gott, die ist aber echt teuer. So, die Bronzeaxt ist kaum noch was wert. Kommen die Steinpfeile, die Eisenpfeile weg? Was kann ich noch loswerden? Hier. Hier, Schwein. Ja. Oh Gott, oh Gott. Also, Blissbohr, du bist aber auch. Uff. Ich brauche immer noch. Komm, Fackel noch. Immer noch nicht. Meine Herren, eh. Aber ich komme ran. Ich komme allmählich dran. Ich brauche noch 2 Münzen. Ach komm, einen. Jetzt reicht es. So, den habe ich mir jetzt aber gerade teuer erkauft. Diesen Kirschwein. Hab halt noch keine Schenker, um den selbst herzustellen. Dann hätte ich gesagt, komm, ich. Pack dir den hier hin, dann ist das in Ordnung. Achso, ich wollte ja noch nach jemandem neu suchen. Aber. Oh, der war teuer. Der Kirschwein, den soll er sich aber gut schmecken lassen mit seinem Kumpel.
Also, oi, 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 oi.